ist die Chance auf den Konter. 3-gegen-2 Situation. Omar auf Bronner, direkt abgezogen von Diaz. 1:0 EV Zug. Da wird das Spiel in die Breite gezogen und deshalb hat Bührer überhaupt keine Chance. Wichtiger Bulli gewinnt und die Berner können sich gleich installieren. Henning, dann der Nachschuss, Tor! Das war ganz einfach und effizient gespielt. Der Direktschuss von der blauen Linie, noch leicht abgelenkt, zur Kirchen mit der sehr guten Reaktion. Zuger sind zwar lange in Scheibenbesitz, aber die wirklich guten Möglichkeiten, die kommen nicht. Und kaum sage ich's. Und obwohl Marco Bührer hier schnell verschieben kann, kriegt er eben das sogenannte Five-Hole. Und dann ist die Scheibe im Tor drin und der Torschütze ist Linus Omar. Also erst die Situation mit Brunner, der nicht gesehen hat, was da passiert. Dann prallt die Scheibe ab, direkt auf den Stock. Die Zuger gewinnen gegen den SC Bern. Verdient, weil sie effizienter und kaltblütiger waren im Abschluss.